Dann nehmen wir uns das Paket mal vor. So, jetzt aber wirklich, wie gesagt, aus dem Urlaub zurück und bereit für das Unboxing von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Die mordsmäßigen Messer hier. So. Hauptsache Zelda ist eigentlich da. Wow. So, dann schauen wir mal rein. Also drin enthalten ist, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, habe ich ja schon in dem New Super Mario Bros. Wii Unboxing angekündigt, dass wahrscheinlich dieses Unboxing kommen wird. Ja, und es ist endlich da. Wie gesagt, und ich bin eigentlich wieder aus dem Urlaub zurück und freue mich eigentlich wieder ein Video zu machen. Wow. So, stimmt. Wo wir noch dabei sind, hier haben wir drin enthalten das Spiel, Wolf Link Amiibo und die Soundtrack-CD. Aber jetzt nicht lange quatschen. Kommen wir dazu endlich. So, sofort sehen wir hier die Soundtrack-CD. Hier sind die einzelnen Tracks, die zumindest drauf sind. Ich habe ja gesagt, sind nicht alle drauf enthalten. Gehen wir gleich mal hier hin. So, dann das Wolf-Link Amiibo. Und das Spiel. The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Cool. So, ja stimmt, bei der CD waren wir erstmal. Geht das hier irgendwie auf? Wartet. Ups, das war ein. Ah doch, geht. Ist schon optimal. Aber ist schon irgendwie schade, dass nicht alle Tracks drauf sind, denn alle Tracks sind doch wirklich schön. So. Drauf haben wir Midna. Und nochmal ein Mini-Poster von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und das Cover, das vorne sich drauf ist, so die CD. The Legend of Zelda. Das Hyrule Wappen. Nicht so. Erstmal die CD wieder. Das Cover hier. So. Dann das Amiibo. Den Effekt habe ich ja auch schon in der, in, wie gesagt, als ich es angekündigt habe, genannt, dass es in dem Spiel diese Schattenhöhle freischaltet. Ja. Und da haben wir es. Der Schweif, sag ich jetzt mal. Ohne dieses zweideutige Wort, ja, halt Schweif. Sieht ein bisschen komisch aus, aber sonst sieht es einwandfrei aus. Wolfling und auch Midna. An sich auch. Fühlt sich auch gut an. Super. Und hier auch das hyyanische Wappen unten drauf. So, dann kommen wir mal zum Spiel. Hier oben noch ein bisschen Papierkram. Kotzt mich an, ey. So. So, die Disk. Nicht schlecht. Weg mit dem Müll hier. Kotzt eh an. So, ja. Welche Tracks sind denn überhaupt drauf? Also das Titelthema ist drauf, das Orchesterpiece, The Legend of Zelda. Tiesta Music, also ist halt Tiesta Music in Klammern, das Ordon Village, Midna's Theme, Hyrule Field, mein Theme, Light Spirits Elegy, das ist glaube ich dieser schön, einen der schönsten Tracks sogar, mit den Lichtgeistern, Kakariko Village, Death Mountain, Re Rutelas Themen, Lake Hylia, Boss Battle mit Midna's Lament, Skagrid Groove, Mellow Heart, Illyrias Themen, The Hidden Village,
oder Ilias oder wie die heißt, dieses Mädchen da. The Legend Themen, Final Battle, Staff Credits Themen, The Legend of Zelda Orchestra Piece, Tiaster Music 2. Also das war Teil 1 und das ist Teil 2. Ich stelle einen extra drauf. Okay. Der Cover auch schön, genau wie auch das hier und an sich auch das Amiibo. Also unglaublich schön, einfach nur schöne Limited Edition. Gefällt mir sehr. Apropos nochmal hier auch nochmal zum Design der Packung, die ich wie auch die anderen behalten habe, die ich bis zumindest bisher mir gekauft habe. Jetzt will ich irgendwie nicht zugehen. So, hier nochmal. Sieht auch einfach nur schön aus. Muss man echt mal sagen. Werde ich auch, wie gesagt, zu den anderen hinstellen. Ja, das war's zu meinem Unboxing zur der Limited Edition von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ja, bis zum nächsten Projekt, das womöglich Super Sunshine sein wird, wie versprochen. Werde ich mir noch nicht sowas wie, nachdem ich es ja, bevor wir nach Rom gef noch von, bevor wir nach Rom geflogen sind, ja, da habe ich ja gesagt, dass offensichtlich Super Mario Sunshine kommt. Da habe ich ja gerade New Super Wii abgeschlossen. Und ja, offensichtlich kommen vielleicht auch noch jetzt auch noch die Bonus-Parts kommen dann noch. Und ja, wie gesagt, mit dem Unboxing, was ist das Erste? Und ja, ich versuche, gebe mein Bestes, dass die an neuen Videos so schnell wie möglich kommen werden. Also, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal und ciao.